Also ich bin natürlich in Tessin aufgewachsen, in Monte Carasso. Dann muss ich sagen, mit 19 bin ich nach Bern gegangen, für 6 Jahre lang. Und dann bin ich nach Fribourg in die Romandie für 5 Jahre. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren zurück ins Tessin. Ich fühle mich überall zu Hause, ich fühle mich überall wohl. Aber natürlich hier im Tessin, in diesem kleinen Dorf, fühle ich mich noch mehr zu Hause. Ich habe meine Ruhe. Es ist auch eine gute Abwechslung zu meinem Job in einer großen Stadt, oder wie Zürich, Bern, Basel. Hier in Monte Carasso hat 2000 Einwohner. Alle kennen sich untereinander. Und ich kann jetzt wirklich meine Ruhe genießen. Ich kann mich erholen, ich kann mich entspannen und kann wirklich meine Batterien neu laden, oder? Ich bin eine Weinliebhaberin, oder? Es ist ein bisschen eine Kultur in unserer Familie. Mein Großpapa hat schon damals Wein produziert, also nur für ihn, für die Familie. Mit meinem Vater habe ich die ersten Gläser Rotwein getrunken. Und jetzt seit 2008 ist mein Bruder Winzer natürlich gehört zu uns, oder? Es ist nicht nur ein Glas Rotwein oder Weißwein trinken, sondern es gibt vielmehr eine Geschichte, eine Kultur, eine Tradition. Wir genießen das Ganze. Wir versuchen wirklich aus Leidenschaft etwas zu erleben, auch eine Emotion. Und aus diesem Grund wollte ich mich immer mehr informieren, oder? Darum habe ich diese Kurse gemacht. Aber Sommelier bin ich noch nicht. Was ich sicher am meisten gelernt habe, ist dieser Welt oder der Öffentlichkeit, dieses Showbusiness. Mir hat es gefallen, die Moderation, das Fernsehen, was steckt hinter die Kulissen. Und so habe ich einfach meinen Job gefunden. Klar, ohne die Schweizwahl hätte ich vielleicht, wäre ich heute vielleicht nicht da, oder wer weiß. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, ganz viele Möglichkeiten gehabt, aber ich habe nicht alles so bekommen. Ich habe dafür gelernt, studiert, mich vorbereitet, bin zuverlässig, pünktlich, obwohl ich Designerin bin. Wie gesagt, ich kann jeden Tag Erfahrungen sammeln und ich denke, ich kann meinen Job machen, weil ich viel gebe, oder? Es ist eine Arbeit. Es ist eine Arbeit, die steckt ganz viel Zeit hinter und dauert jetzt seit 8 Jahren. Natur eher ein Sonnenmensch, oder? Also ich bin immer freundlich, ich bin immer gut gelaunt, ich liebe das Leben und ich versuche wirklich immer positiv und cool zu bleiben, oder? Ich stehe immer am Morgen auf und auch wenn ich müde bin, versuche ich zu lachen oder irgendeine positive Seite zu sehen, damit mein Tag sehr gut anfängt, oder? Also ich bin wirklich so, also ich bin sehr freundlich und alle, die mich kennen, wissen das. Es gibt auch eine Christa, die traurig ist ab und zu, wenn es Tragödien passieren oder Ereignisse, die meine Familie treffen. Das gehört zum Leben, oder? Ich zeige aber das nicht im Fernsehen. Also ich werde nicht im Fernsehen weinen und zeigen und sagen, dass ich traurig bin. Die traurigen Momente müssen privat bleiben, sind meine Momente. Und ich muss diese Schmerzen allein verarbeiten und nicht mit der ganzen Welt. Von dem her kann ich schon einige Grenzen ziehen und ich versuche, dass es mir das gelingt. Also ich bin eine temperamentvolle Tessinerin und brauche ich immer wieder Adrenalin. Ich springe mit dem Fallschirm vom Flugzeug. Ich mache ganz viele verrückte Sachen, aber das kann ich nicht jeden Tag machen, oder? So habe ich mich entschieden, vor 4 Jahren den Ausweis für den TÜV zu machen. Und wenn ich Freizeit habe, dann kann ich ein paar Emotionen erleben. Ich war sogar letztes Jahr auf die Rennstrecke in Imola mit meinem TÜV und konnte ich ganz viel Gas geben. Ansonsten, ich bin natürlich sehr sicher und ja, aber das ist diese temperamentvolles Verhalten. Ich brauche immer wieder Adrenalin, immer wieder etwas Neues und ich muss diese starken Emotionen erleben.